Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier die Max Kruse SPC abschließen und eine andere SPC und ich zeige euch, welche Karten hier gekommen sind. Ihr seht, sehr, sehr leckere Karten sind gekommen. Ein Ronaldo auf dem linken Flügel, Messi 99 ist gekommen und drei Karten kann man sich erspielen. Einmal ein Vaz 86, ein Henderson 86 und ein Joao Felix 84. Die vier, also besser gesagt, diese drei Karten kriegt ihr hier. Für ja, Henderson müsst ihr 8 Online-Einzelpartien gewinnen mit 11 seltenen Engländern. Das heißt, wenn ihr welche davon viel habt, könnt ihr natürlich verkaufen. Die werden teuer sein, denke ich mal. Ein Daniel Vaz hier müsst ihr halt 11 separate Rivals siegen mit La Liga-Spieler treffen. Und das ist schon sehr, sehr schwierig, wenn man sehr weit oben dabei ist in Rivals. Und das hier treffen Squad Battles. Das ist auch geschenkt für den hier. Die swappt die Spieler auch wieder. Hier kriegt er wieder 2 oder 3 sogar. 3 Spiele diese Woche 14 Online-Partien und erhalte ein. Auch relativ easy. Triff in 4 Rivals-Partien mit Italienern. Nicht so leicht, aber sollte man auch hinbekommen. Erziele diese Woche 8 separaten Siegen, 2 Tore. Ja, sollte man auch hinbekommen. Hier gibt es noch ein Trikot und einen Ball, der gar nicht so verkehrt aussieht. Für den muss man 15 Spiele spielen. Ist egal, welcher Modus, wenn man den Ball haben will. Aber wenn man Weekend League spielt, wird man das sowieso erreichen. Deswegen. So, Freunde, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Max Kruse SPC. Die andere SPC werden wir auch gleich noch machen. Kruse, ich habe sehr, sehr viel untauschbar, deswegen werden wir den abschließen. Der kostet mich nicht so viel. Bekommen noch 2 Packs und noch ein 87 dafür. Ihr werdet hier sehen, ich habe sehr, sehr viel untauschbar hier gehabt. Gerade noch viele Champions League Spieler, die 82, 83 Rating haben. Also ihr werdet hier sehen, kaum was musste ich kaufen. Ich glaube, musste 2, 3 Karten kaufen. Also hat mich wirklich gar nichts gekostet im Endeffekt. Können wir absenden. Ja, wenn ihr natürlich die nicht braucht, könnt ihr euch ein paar Flanker und wenn ihr einen Kruse habt für 2,5 ungefähr aktuell verkaufen, was vollkommen in Ordnung ist. Ihr seht auch hier vorne, ja, diesen Philipp habe ich 2-mal jetzt schon gezogen, den gebe ich jetzt wieder ab. Ich habe 3-mal die SPC gemacht, 2-mal diesen Philipp und einmal ein Fährmann. Ich werde die nie wieder machen, weil die einfach viel zu unnötig ist. Ihr seht auch, ich gebe hier auch hier wieder Ladung Champions League Karten ab, weil ich werde keine mehr von diesen anderen Packs machen. Deswegen kann man die hier vollkommen abgeben. Klar, so ein Savic wäre jetzt Instinkt, wenn man den verkaufen könnte. Ich weiß nicht, ob man den nachgucken kann. Nee, anscheinend nicht. Oder wenn man, nee, kann man glaube ich nicht nachgucken jetzt hier. Aber das geht vollkommen klar, was wir hier abgeben. 87er Kruse können wir irgendwann für eine SPC wieder abgeben. Deswegen werde ich ihn hier holen. Ja, kostet mich jetzt nicht wirklich viel. Kriegen vielleicht noch ein bisschen was aus den Packs raus. Gucken wir einfach mal. Deswegen ist auch der erste Player of the Month von der Bundesliga, den ich abschließe. Ich habe vorher noch keinen einzigen gemacht. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Vielleicht testen wir auch mal. Mal gucken. Aber wie gesagt, wird früher oder später in eine SPC wandern, deswegen ja, ist jetzt nicht ein Spieler, wo ich sage, will ich unbedingt mal zocken oder so, hauptsächlich dafür in SPC reinzugeben. Ihr könnt ja reinschreiben, macht ihr ihn, werdet ihr ihn machen, wenn ihr ein bisschen was untauschbar habt, bietet sich's an, weil ja, ihr seht auch, Steven N'Zonzi hat sich doppelt. Das Bundesliga-Trikot müssen ja die meisten immer abstoßen. Ich habe noch keinen gemacht, deswegen können wir das bei mir in den Verein packen. Ich habe ja noch keinen gemacht. War ja 3-4 Mal Reus, Goretzka, Sancho, so habe ich ja nicht gemacht. Deswegen, ja, gucken wir einfach mal. 2 Packs haben wir. Vielleicht, ob wir da ein bisschen was zurückholen. Wie gesagt, die SPC kostet so um die 50.000. Wir gucken mal, was wir so noch zurückbekommen. Viele 84er sind aktuell 10k wert. Ein Martinez, ein Jiménez wäre schon mal sehr, sehr schmackhaft. Jiménez ist schon mal, glaube ich, sein 10k wert. Hätte ich, glaube ich, sofort verkaufen. Also Jiménez sollte, der ist immer sehr, sehr weit vorne dabei mit seinen 10k. Ja, der kostet 10k. Das heißt, wir haben schon mal nur 40k bezahlt. Der Rest wird auch nochmal 5k bringen. Deswegen sagen wir mal so, ja, um die 35.000 müssen wir noch reinholen. Ja, also. Ich glaube, dass ich meine seltenen Engländer sogar verkaufen werde und die Challenge jetzt noch nicht mal wert. Also, wenn der jetzt hier auch noch mal so viel wert ist, dann verkaufe ich die. Also, für einen Henderson 86, da verkaufe ich lieber den hier für um die 5-6k. Dann haben wir hier, müssen wir noch 30.000 ungefähr rausholen. Machen wir nicht zu teuer, dass er auch weggeht. Vollkommen gut, der Preis. Ich denke mal, hier die hier sind nichts mehr, weil die braucht man auch nicht. Könnten auch viele jetzt was wert sein. Ich weiß es nicht so. Okay, die meisten werden jetzt geboten. Okay, also wir müssen noch 30.000 ungefähr rausholen. Ist auf jeden Fall machbar, wie ich finde, in dem Pack. Also dann hätten wir Kruse sogar für lau, ne? Also, aber kein Walkout, aber vielleicht immer ein 84er oder 83er. Immerhin
Nomad Jimenez wäre ich sehr zufrieden und das ist ein Vidal und das ist natürlich schon mal sehr, sehr gut. Also, das heißt, wir gehen bei Kruse sehr, sehr günstig raus, muss man sagen. Wie gesagt, 30.000 müssen wir noch rausholen. Ich glaube, so ein Vidal bringt so um die 15, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, heißt, wir haben aktuell so für Kruse 10, 12k bezahlt, was echt in Ordnung ist, wie ich finde. Also für den haben wir echt nicht viel bezahlt. Der Rest hier ist nichts wert, aber wir haben 10, 12k für einen Max Kruse bezahlt. Ich weiß nicht, ob so ein Ake was wert ist. Ich glaube aber eher, obwohl geht auch für über 1000. Also wir haben so 10, 12k für einen Max Kruse bezahlt. 87er, der mindestens 30.000 eigentlich kostet. Was für mich vollkommen in Ordnung ist, Freunde. So, kommen wir zu der Tages-SBC. Die werden wir gleich machen. Vorher zeige ich euch noch den neuen Spieler, der heute gekommen ist. Also SBC Delit ist gekommen. Würde ich nicht mitnehmen. Also wäre mir persönlich zu teuer. Wir können mal kurz gucken, was man hier braucht. 85er Rating, 84er Rating und 83er Rating. Kriegt ein 45k Pack, ein 35k Pack und ein 25er müsste das sein, wenn mich nicht hier alles täuscht. Das heißt, ihr kriegt ungefähr 30k zurück, aber ja, ihr müsst wahrscheinlich 200, 300k für diese SBC zahlen, würde ich nicht machen. Kauft euch lieber diesen Future Star, da fahrt ihr deutlich besser, wie ich finde. So, jetzt werden wir natürlich diese SBC hier vorne machen, die Todd Challenge. Vielleicht ziehen wir ja da was Gutes draus. Ist nicht so teuer. Was braucht ihr? Braucht zwei Spieler aus der holländischen Liga. Habe ich einfach zwei Champions League angenommen, weil ich beide untauschbar hatte. Könnt ihr einfach so machen. Schaut ihr einfach, was ihr im Verein habt. Und dann habe ich einfach Rest mit Spanien gemacht. Zweite spanische und erste spanische Liga. Relativ easy. Gucken wir mal, was wir jetzt hier noch rausbekommen. Ja, ihr seht hier alles sehr, sehr günstig immer eingekauft. Ihr kennt die Methode für 400 einkaufen, für SBC dann abgeben irgendwann. Oder wenn natürlich so SBCs draußen verkaufen. Jetzt könnt ihr verkaufen, wenn ihr so viele für 400 gekauft habt. Werdet ihr ein bisschen was für die bekommen, weil ihr habt es gesehen, die meisten wird wahrscheinlich für ein Tausender ungefähr gehen. Eine Karte hat sich auch sofort schon verkauft und der Engländer ist wirklich weggegangen für 6,3. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Müssen wir mal gucken, welche Engländer ich noch im Verein habe. Dann werde ich die Challenge jetzt heute noch nicht machen. Gucken wir mal, was wir aus diesem Pack ziehen. Leider keinen Walkout, aber auch keinen Schlitz. Okay. Schade, das ist natürlich nicht so berauschend. Tello, ja, das ist nicht das, was man ziehen will, Freunde. Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Gucken wir mal, vielleicht ein Engländer noch drin. Leider nicht. Aber ja, kann man ja nicht immer haben. Wir gucken mal kurz, was für Engländer ich im Verein habe. Ob da vielleicht den einen oder anderen gibt, der ein bisschen was bringt. Wie gesagt, die müssen halt selten sein. Aber ich glaube, oh, Sinclair haben wir auch gerade eben gezogen. Stimmt, der könnte, ja, der geht auch für ein paar Münzen, geht der Kollege schon weg. Ich denke, die werden auch nach einer Zeit wieder fallen, weil ich denke nicht, dass die dauerhaft diesen enormen Preis halten werden. Also ihr seht hier, ja, selbst wenn man 5k für den kriegt, ist schon gut. Ich werde den jetzt mal für 7,5 reinstellen. Chamberlain und auch ein Vardy. Habe ich damals für 1,6 gekauft. Geht jetzt auch bestimmt für seine, ja, ich schätze mal 7k, geht der Minimum, mal eher mehr, weil ich könnte mir vorstellen, Vardy ist einer der beliebtesten Engländer, die man im Sturm spielen könnte. Schnell, gutes, also schnell guter Schuss, geht auf jeden Fall klar. Und Chamberlain sollte auch sein 5k, Minimum 5, eher sogar mehr, wie gesagt. Auch den werde ich verkaufen. Schaut die nach, haut die jetzt lieber weg und dann kauft ihr die demnächst nochmal neu nach. Also, wie gesagt, das sind Coins, die man gerne mitnimmt. Das sind jetzt durch diese drei Karten über 20.000. Das ist ordentlich. Wir werden jetzt hier in dem Video noch drauf eingehen, welche Informs man einkaufen kann, Freunde. Weekend League habe ich noch nicht gespielt. Ja, werde ich wahrscheinlich in der Nacht noch machen. Mal gucken. Wie gesagt, Informs habe ich noch nicht gesagt, welche man investieren kann. Muss sagen, aktuell sehr, sehr viele, sehr, sehr günstig. Ihr kennt das Prinzip hier. Für 10k könnt ihr die hier alle einkaufen. Also wenn ihr die für 10k bekommt, könnt ihr den mitnehmen. Den hier auch sehr, sehr gut. Wenn ihr für den für 10k bekommt, ist es einer der besten, weil er 81 hat. Viele haben mich auch gefragt, ob ich das nochmal raushau. Ich werde es hier jetzt, wie gesagt, noch kurz mit anbesprechen, welche Spiele man mitnehmen kann. Ein Hünteler auch sehr, sehr günstig. Es gab, glaube ich, Luc de Jong, der hatte auch so eine Karte. Ist bis auf 20.000 hochgegangen, deswegen ein Hünteler auch sehr, sehr gut. Den hier könnt ihr auch mitnehmen.
unter 20.000. Zum Beispiel den Dabur, den ich auf meiner Liste habe, habe ich auch für so 19, 20 geholt. Es kostet auch mittlerweile schon 23. Werde ich meine alle verkaufen und ihn hier dann einkaufen. Er hier wird wahrscheinlich teuer, obwohl ist nicht teurer. Ich weiß gar nicht, ob der als seltener Engländer zählt, wenn man den jetzt als Inform kauft. Sonst, ich denke mal nicht, sonst wäre der teurer. Rafa könnt ihr auch mitnehmen, wenn ihr so 13, 14.000 bekommt. Muri, auch den, obwohl 13.000 geht eigentlich klar für einen 81er. La Liga, Argentinier kann man gut verlinken, kann man sich auch mitnehmen. Torwart, ja, den auch für 10.000 könnt ihr auch nichts verkehrt machen. Reina, was ist sein Preis? Reina zahlt ihr auch so 30.000, würde ich ihn noch mitnehmen, mehr nicht. Koulibaly uninteressant. Debigi auch sehr, sehr interessanter Mann, sollte er für 16.000, 17.000 zu haben sein, könnt ihr auch ihn mitnehmen. Share, denke ich, ist ein bisschen zu teuer, obwohl 1, 2 könntet ihr euch mitnehmen, den Rest, ja, lohnt sich, glaube ich, eher nicht zum Investieren. Ein Lucas Moura wird auch viel zu teuer sein, ja, über 40.000. Fraser, ja, Fraser, also Fraser und Share könnte man sich einen jeweils mitnehmen. Vielleicht gibt es ja irgendwann keine hochbewerteten Informs mehr, so 86er, daran könnten die ein bisschen hochgehen oder... Deswegen, oder trotz kommen ja auch wahrscheinlich SBCs, deswegen könnt ihr die mitnehmen. Den Rest so Kuman, De Bruyne, Nainggolan und so, die muss man natürlich nicht investieren, Freunde. Die würde ich euch nicht empfehlen mitzunehmen. Ja, den Rest, wie gesagt, könnt ihr da mitnehmen. Es wird auch jetzt kein einzelnes Video mehr dazu kommen. Das Team der Woche ist jetzt auch nicht so gut zum Investieren, muss man sagen. Muss sagen, wenn ich mich jetzt für Spieler entscheiden würde, die ich einkaufen würde, Debuchy, Pepe Reina und dieser Mori hier, der Rest, so kann man mal schauen, so klar, er ist Engländer, kann man sich auch mitnehmen für 10.000, ihr seht, wird schon 11.000 drauf geboten, wenn ihr snipen wollt, könnt ihr die auch recht günstig snipen, gehe ich mal von aus, deswegen da werdet ihr nichts verkehrt machen, können mal gucken, ob sich noch was verkauft hat. Hat sich nichts verkauft, ihr seht hier auch noch die, ja, Dabus sind hier noch drauf, für 23,75 versuche ich die aktuell zu verkaufen, wow, und dann wäre es das auch gewesen mit diesem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ja, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.